Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Manuel Fritsch. Ihr hört die sechste Staffel von unserem Shopify-Podcast. In diesem Format stellen wir euch die interessantesten Gründer und Gründerinnen hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Auch in dieser Staffel haben wir tolle, spannende Gäste und es geht los heute mit Julian Hallett von happyoceanfoods.com. Ein Unternehmen, ein Startup, was sich auf die Fahne geschrieben hat, vegetarische Produkte im Seafood-Segment anzubieten. Ihr erstes Produkt sind vegetarische Shrimps, Plant-Based Shrimps. Habt ihr vielleicht auch bei Höhle der Löwen schon präsentiert bekommen oder vielleicht auch schon im Einzelhandel oder in einem Restaurant kennengelernt und schmecken dürfen. Warum die Reise so schwer war dorthin, dass Julian auch sagt, die ersten Produkte haben ihm gar nicht geschmeckt. Sie haben trotzdem nicht aufgegeben, das alles und noch viel mehr erfahrt ihr heute in diesem Podcast-Gespräch hier im Shopify-Podcast. Viel Spaß! Stell dich doch unseren Hörer und Hörerinnen am besten selber einfach kurz vor, wer du bist und was du machst. Ja, ich bin der Julian, ich bin Mitgründer von Happy Ocean Foods, komme aus München, wo auch unser Unternehmen sitzt. Und wir machen pflanzliche Alternativen zu Fisch und Meeresfrüchten, pflanzliche Shrimps jetzt als erstes Produkt. Erklär nochmal so ein bisschen, wo kommt ihr denn her, wo kommt die Idee her? Seid ihr schon irgendwie in dieser Food-Szene drin gewesen oder ist das eure erste Firma, auch euer erster Start? Ja, also ich mache das zusammen mit meinem Mitgründer Robin und wir haben uns tatsächlich damals schon bei einem Food-Startup kennengelernt. Also die Affinität und der Background war schon da aus dem Bereich. Und wir haben beide aber ein BWL-Studium und sind jetzt irgendwie keine Ernährungswissenschaftler oder Technologen, wobei ich ausgebildeter Ernährungsberater bin. Das habe ich einfach so nebenbei gemacht, weil es mich interessiert hat. Aber schon eben eine sehr große Affinität für das Thema Food, gesunde Ernährung, Food-Innovation. Und ja, daher rührt das Ganze auch so ein bisschen. Robin ernährt sich fast schon vegan, ich bin auch flexitarisch, aber auch die meiste Zeit eben vegan oder plant-based. Und ja, da können wir uns auch sehr mit identifizieren und haben da natürlich auch die Motivation gezogen, was am Lebensmittelsystem zu ändern, weil wir das wirklich sehr kritisch und dringlich sehen. Aber die initiale Zündung, sage ich mal, für die Idee kam, als ich 2019 auf Weltreise war und eben sehr viel Zeit hatte, mich mit Themen zu beschäftigen, die mich irgendwie interessieren und überlegt habe, was mache ich als nächstes? Ich habe davor, nach dem Food Startup, war ich auch schon mal selbstständig, 1,5 Jahre, aber war da eher so in Digital Health Bereich, New Work Beratung und habe da einfach gemerkt, das ist interessant, aber ist jetzt nichts, was ich irgendwie für die Ewigkeit machen möchte und habe mir dann bewusst eben diese Auszeit Sabbatical genommen. Und ja, bin natürlich auch viel Tauchen und Surfen gewesen. Das sind zwei große Hobbys von mir in der Zeit. Habe aber auch interessante Gespräche geführt, war dort zum Beispiel im Silicon Valley und habe mich da mit anderen Gründern ausgetauscht, konnte auch sehr interessante Produkte probieren, wie zum Beispiel den Impossible Burger, als der noch sehr neu war. Und da hat sich das Bild so ein bisschen zusammengefügt. Okay, da sind ja alle deutlich weiter als hier in Europa und sehen vor allem auch die Zukunft der Ernährung ganz anders und die Dringlichkeit. Und das hat mich schon sehr inspiriert. Und dann kam die Frage auf, okay, es gibt so viel im Fleischbereich und was ist denn eigentlich mit den ganzen Fischalternativen? Und dann habe ich halt angefangen, mich mal in den Bereich reinzulesen und ganz schnell festgestellt, das ist ja super kritisch. 33% der Ozeane sind schon überfischt. Es gibt diese Problematiken mit Mikroplastik, Aquakulturen, wo ganz viel Landfläche verloren geht, der Beifang, der entsteht, Schleppnetze, die den Boden kaputt machen und all diese Thematiken. Und bin dann in den Lösungsansatz auch reingegangen. Okay, welche Produkte könnte man machen? Was ist die Technologie dahinter? Was gibt's schon auf dem Markt? Und ja, hatte da auch natürlich den Luxus, mich sehr stark reinzulesen und erstmal einfach nur so 4 Wochen harte Recherche zu machen. Genau so hat das Ganze angefangen. Aber es klingt jetzt so, als hätte dich das einfach auch interessiert oder war da schon gleich der Hintergedanke, da könnte man eine Firma draus machen oder da könnte man was gründen, wenn ich dann am Ende meiner Recherche irgendwo ankomme? Also hast du während dieses Sabbaticals schon auch spezieller darüber nachgedacht, dass du etwas gründen möchtest? Warst du quasi auf der Suche nach einer Startup-Idee oder hat sich das erst so entwickelt im Laufe? Also ich hatte schon die Ambition, nochmal zu gründen.
war da aber flexibel und die Idee hat mich dann aber so gecatcht und auch das Potenzial dahinter und der Impact, dass ich ganz klar gesagt habe, okay, ich will nochmal gründen und zwar in dem Bereich und da wirklich in dem Markt einen Unterschied machen. Hm. Du hast den Impossible Burger schon angesprochen. Inzwischen, wenn man im Supermarkt auch in Deutschland unterwegs ist, kriegt man ja gerade bei Fleischalternativen eine riesige Auswahl. Ich habe mich auch immer gewundert, warum Fisch so wenig in der Auswahl war. Es gab dann irgendwann mal den ersten veganen Thunfisch oder vegetarischen Thunfischersatz und dann seid ihr jetzt auf den Markt gekommen. Und man fragt sich dann so, warum hat es denn eigentlich vorher noch keiner gemacht? Ist Fisch und Fleisch, ja klar, ist Fisch nicht Fleisch, das wissen wir aus dem Volksmund, aber ist es irgendwie noch komplizierter als Fleischersatz oder woran machst du das fest, dass das jetzt erst so versetzt eigentlich kommt, die Fischersatzprodukte? Ja, also es hat mehrere Gründe. Ich würde sagen, der Hauptgrund ist, dass es einfach einen viel größeren Markt für Fleisch gibt und das Potenzial da von den meisten zuerst gehoben wurde, weil die gesehen haben, okay, da können wir relativ schnell und einfach reingehen und vor allem bei den Burgern ist dann die Textur jetzt zum Beispiel nicht so wichtig. Das kann man zusammen manchen und dann ist schon so natürlich das Bratverhalten und der Geschmack wichtig, aber ja, es ist einfach sehr naheliegend, dann erstmal diese einfacheren Produkte zu machen und den größeren Markt zu targetieren und die Fischalternativen, wenn man jetzt, also Thunfisch hat jetzt auch nicht die anspruchsvollste Textur, aber es ist trotzdem so, dass man mit einem anderen Verfahren daran gehen muss, was schon etwas anspruchsvoller ist. Und die anderen Produkte, wenn man jetzt wirklich so auf Filets schaut oder auf Shrimps, die sind halt dann doch deutlich anspruchsvoller nochmal. Und das ist sicherlich auch ein Grund, dass es einfach von der Technologie nicht so viele Parallelen gab, wie jetzt schon im Fleischbereich. Also teilweise konnte man ja sogar schon Maschinenvorgänge verwenden und einfach nur, sage ich mal, die Masse verändern, während das beim Fisch nicht so gängig war. Wie bist du denn an die Sache rangegangen? Also du hast viel recherchiert. Was waren denn dann so die ersten Schritte, wo du gemerkt hast, ja, okay, ich möchte da in diesem Bereich jetzt ein Startup gründen. Was waren deine ersten Gedanken? Also wo hast du angesetzt? Was waren deine ersten Schritte, um diese Unternehmung in Gang zu bringen? Ja, also ich habe schon sehr viel Zeit am Anfang erstmal auf die Marktanalyse und auf Wettbewerbsanalyse verwendet. Also auch Marktgrößen oder Kennzahlen aus dem Bereich Fleischalternativen, weil bei Fisch gab es so gut wie gar nichts zu dem Zeitpunkt. Und man konnte aber auch schon relativ viel dann recherchieren über eben Wettbewerber oder Produkte und Startups. Wie sind die daran gegangen und wie weit sind die jetzt schon und was haben die für Finanzierungsrunden erhalten und wie lange hat die R&D da gedauert? Und ja, es gab auch schon relativ viel Open Source, was interessant war. Also wenn du irgendwie Patente einreichst, musst du dir offenlegen und da habe ich natürlich auch schon so ein bisschen geschaut, okay, was wurde da eingereicht, was sind die Technologien dahinter und dann habe ich auch mal tatsächlich einfach aus dem Bereich so Food-Technologie und Lebensmittelverarbeitung mir so Grundstudieninhalte durchgelesen und Bücher besorgt, um einfach selbst mich so ein bisschen da reinzuarbeiten. Okay, was sind denn die gängigen Prozesse, aber auch ja Zutaten, die man da verwendet und so ein bisschen im Selbststudium auch einfach mich da reingearbeitet, um das besser zu verstehen. Aber das war wahrscheinlich auch noch sehr theoretisch, oder? Also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Produkt entwickelt, kann man ja auf 3D-Drucker zurückgreifen. Wenn man irgendwie was, ich sage jetzt mal, in der Kosmetik macht, kann man vielleicht selber in der Küche erstmal ein bisschen zusammenrühren. War das bei dir auch schon möglich? Konntest du schon so erste Prototypen erstellen oder ist es einfach viel zu industriell, viel zu maschinelle Anforderungen, die da nötig sind? Wie muss man sich das denn vorstellen? Konntest du schon quasi so eine erste Version eurer Shrimps irgendwie selber machen? Ja, also ich habe das bis zu einem Punkt vorangetrieben, wo ich sehr gute Kenntnisse hatte, wie mit welchen Ansätzen man das entwickeln kann. Aber habe dann eine ehemalige Kollegin von einem Food-Startup kontaktiert und gefragt, ob sie Lust hat, sich da mal an die Entwicklung ranzumachen, aber auch das so mit ihr gechallenged. Wie sieht sie das? Wie würde sie da rangehen? Und
ja, sie hat mich dann nochmal einen anderen Kontakt weitergeleitet, die dann letzten Endes unsere erste Produktentwicklerin war. Und die hat dann wirklich einfach erstmal zu Hause mit ein paar Grundzutaten Tests durchgeführt hinsichtlich irgendwie der Konsistenz, der Textur und auch dem Geschmack. Da kann man schon erst, konnte man schon mal erstmal viel ausprobieren, aber die eigentliche Challenge ist dann natürlich, das zu skalieren und Prozesse zu entwickeln, durch die das möglich ist. Aus was bestehen denn eure Shrimps? Also wie sind die denn jetzt in der jetzigen Form hergestellt? Die bestehen erstmal aus 80% Wasser und Algenextrakten als Grundzutat, genauso wie Sojaproteinisolat und einem Gewürzmix, Agavendicksaft, Meersalz als geschmacksgebende Zutaten. Ja, das sind so die Hauptzutaten, die Grundzutaten. Das heißt, ihr hattet dann so eine erste Geschmacksprobe, nenne ich es jetzt mal, und war ja dann überzeugend genug, dass du gesagt hast, okay, das, jetzt gehe ich all in. Oder hast du dann gesagt, okay, damit gehe ich jetzt auf Investorensuche, auf Partnersuche. Wie ging es denn dann weiter, als du so dieses erste Geschmacksmuster hattest? Das war ehrlich gesagt gar nicht so überzeugend. Also da musste man schon sehr stark dran glauben, dass das noch was wird. Aber ich war davon halt sehr stark überzeugt. Sah schon mal ganz gut aus. Ja. Damit konnte man ganz gut die Pitches machen, weil es sah schon überzeugend aus. Aber die Textur und der Geschmack war halt nicht gut. Und da waren wir uns aber sicher, das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Es war dann schon viel schwieriger, als wir es uns vorgestellt hatten. Aber das hat erstmal gereicht, um jetzt ein Pitch-Deck zu haben, um die Idee weiterzuentwickeln und vor allem um das Exist-Stipendium, was wir nach relativ kurzer Zeit bekommen haben. Nach eigentlich 2 Monaten, nachdem das Projekt gestartet ist, haben wir das schon eingereicht und dann wenige Wochen später die Zusage erhalten. Da hat das für gereicht. Da muss man auch einen Businessplan dann einreichen und Bilder. Und ja, da konnten wir überzeugen und haben dann auch ein Jahr Zeit gewonnen, um erstmal in die R&D zu gehen, weil da werden die Kosten übernommen für die Entwicklung und für die Gehälter des Gründerteams. Magst du ein bisschen ausführen, was ist das für ein Stipendium? Also wer über welchen Träger läuft sowas? Ja, das ist das Bundesministerium für Wirtschaft und dort haben wir eben das Stipendium beantragt. Also das Exist-Stipendium wird selektiv vergeben und da werden eben innovative Projekte gefördert, zusammen mit Universitäten und in unserem Fall mit der Technischen Universität München und der Hochschule Weihenstephan. Das heißt, ihr hattet ein Jahr erstmal entspannen, also Fragezeichen, war das entspannt, aber ihr hattet auf jeden Fall mal erstmal ein Jahr nicht die typischen Start-up-Sorgen im Sinne von, oh Gott, wir müssen gleich schon irgendwie Gehälter zahlen und so weiter. Das war sicherlich ein Vorteil, gerade auch um die Entwicklung voranzutreiben. Was ist denn in dem Jahr alles passiert? Ja, also in dem Jahr ist schon sehr viel passiert. Wir haben das Produkt durch zahlreiche Verkostungen dann wirklich immer weiter verbessern können, vor allem geschmacklich und bei der Konsistenz. Also wir haben wirklich 50 Verkostungen durchgeführt mit irgendwie immer verschiedenen Testern, verschiedenen Ansätzen und die Noten waren wirklich sehr ernüchternd zu Beginn, aber wurden dann immer besser und das hat uns auf jeden Fall Motivation gegeben. Und parallel haben wir auch die Recherche für Produzenten vorangetrieben und da auch erste Tests gemacht und auch nochmal speziell jetzt beim Geschmack geforscht, okay, welche Algenextrakte lassen sich dafür verwenden, dass es vielleicht irgendwie eine fischige Note bekommt. Da haben wir nochmal viel Zeit reingesteckt, aber dann hat sich schon gezeigt, okay, das Wichtigste ist eigentlich erstmal jetzt den Produktionsprozess fertig zu entwickeln und skalierbar zu machen. Euer Team ist dann auch gewachsen in der Zeit schon oder wie muss man sich das vorstellen? Also waren da schon auch Leute dabei, die du kennengelernt hast, die du mitgebracht hast, die du hergeholt hast speziell dafür, um mit ihnen dann die Firma zu gründen? Also war das dann schon auch in eurem Team so der Gedanke, okay, nach diesem Förderjahr gehen wir all in und das wird unser Hauptberuf? Oder hat sich das auch erst ganz langsam entwickelt, dieses Team? Für Robin und mich war das ganz klar, dass wir das in Vollzeit machen wollen und gründen wollen. Für Victoria, unsere erste Entwicklerin, war das wirklich sehr vorsichtig, wie sie daran gegangen ist und hat auch gesagt, sie möchte beim Stipendium erstmal nicht dabei sein.
Und dann haben wir jemand anderen gesucht, die Christina, die hat es dann, war auch noch Studentin, hat das dann gemacht und hat aber jetzt auch gesagt, okay, gründen erstmal nicht, die sind beide nicht risikoaffin genug gewesen, wahrscheinlich dann wirklich direkt ins kalte Wasser zu springen. Und ja, Robin und ich hatten da aber voll Bock drauf und haben dann gesagt, wir machen es zu zweit, aber haben durch die zwei Mädels dann schon erstmal die Food-Expertise und die Technologie gut abgedeckt, haben mittlerweile aber eine Head of R&D, die da noch weit mehr Erfahrung mitbringt und auch das ganze R&D-Team leitet. Und ja, sind stetig gewachsen und vor allem jetzt kurz vor Höhle der Löwen haben wir uns natürlich dann auch personell nochmal stärker aufgestellt, um dem Event gewachsen zu sein. Erzähl mal davon so ein bisschen. Also damit seid ihr ja quasi auch jetzt einigermaßen bekannt geworden. War das dann auch für euch quasi so der Startschuss, dann die Ausstrahlung oder wart ihr vorher schon richtig auf dem Markt? Also ich habe natürlich auch über Höhle der Löwen von euch erfahren, auch gleich direkt bestellt als großer Seafood-Fan. War das natürlich auch gleich was mich sofort angesprochen hat. War das so der Startmoment oder gab es euch vorher schon? Ja, also wir haben schon vorher gute Fortschritte gemacht und wir haben auch einen ersten Testverkauf hier in München gehabt. Das war schon ja 6 Monate vor der Show und haben dort mit der Osteria im Januar diesen Jahres dann schon national gelauncht, waren in lokalen Restaurants, aber auch schon im November in München und fast ein Jahr vorher haben wir schon mal mit den Handmustern bei einem veganen Restaurant in München so also einen Testverkauf gemacht, wo wir auch super schnell ausverkauft waren und das hat uns nochmal sehr bestärkt. Also wir haben da schon irgendwie die Traction gehabt und die ist immer gewachsen. Also wie gesagt, so ein 4-wöchiger Test, den gab es mal, dann mehrere Restaurants, dann eine ganze Restaurantkette und weitere Partner geonboardet, aber haben dann den Online-Shop aufgebaut, schon speziell für Höhle der Löwen, genauso wie die Online-Retailer oder Knusper jetzt in dem Fall, mit denen wir eng zusammengearbeitet haben, und ja, den Food-Service auch und den Großhandel. Genau, du hast gesagt, ihr habt den Online-Shop für Höhle der Löwen aufgebaut. Das hören wir ja relativ häufig, dass die Leute, die bei Höhle der Löwen sind oder die UnternehmerInnen, dann auf Shopify setzen. War das von euch, hat euch das jemand empfohlen? War das von Anfang an klar, dass ihr auf Shopify geht? Wie seid ihr da zu uns gekommen? Das war relativ spontan, ehrlicherweise, weil unser Plan sah eigentlich vor, dass wir schon weitreichend im Einzelhandel verfügbar sind und eher darauf gehen, dass man sagt, hier nationale Listung bei dem Markt und ihr könnt uns da bekommen. Hier sind die Verkaufsstellenübersicht auf der Webseite dann irgendwie. Hat aber nicht so schnell funktioniert, wie wir es geplant haben. Und es hat dann zwar mit Knusper eben geklappt, aber die sind nur in München und Frankfurt verfügbar. Und wir wollten natürlich nationale Verfügbarkeit sicherstellen. Und das hatten wir zwar auch über die Osteria, aber dort ja nur in Form von Gerichten. Und dann konntest du es wiederum nicht einfach als Produkt kaufen und damit kochen und rumprobieren. Und ja, deswegen kam dann die Idee auf, okay, wir können ja mal den Online-Shop testen. Aber wir waren halt sehr kritisch, weil wir gesagt haben, das ist ein Tiefkühlprodukt und auch jetzt nichts, was man irgendwie regelmäßig online kauft und auch nicht in riesen Mengen, dass sich der Warenkorb auch für uns lohnt. Und dachten auch so, okay, wie viel kann da schon an Umsatz bei rumkommen, wird wahrscheinlich auch nicht so relevant sein jetzt im Vergleich zu anderen Partnerschaften, die wir haben. Aber haben dann schon gesagt, ja, man kann's einfach mal ausprobieren und den Vorteil darin gesehen, quasi ein Sampling damit zu haben, also den Kunden die Möglichkeit zu geben, das einfach mal zu probieren, das Produkt, auch wenn das jetzt für uns nicht super profitabel ist oder auch nicht die langfristige Strategie, über diesen Kanal zu gehen, einfach nur mal Word of Mouth zu generieren das Produkt testen zu lassen. Aber auch Feedback, viel Feedback natürlich darüber zu bekommen. Also es gab schon einfach diverse Vorteile, aber es war nicht so umsatzgetrieben gedacht. Und wir haben es dann echt in 6 Wochen vor Ausstrahlung noch relativ spontan hochgezogen, weil sich eben abgezeichnet hat, dass das nichts mehr wird mit der nationalen Listung.
und waren dann doch sehr überrascht von der Resonanz, weil wir ja sehr schnell ausverkauft waren und auch mehr eben darüber bestellt wurde, als wir gedacht haben. Wie gesagt, nicht jetzt irgendwie mit der attraktivsten Marge, aber dennoch natürlich relevante Umsätze, die auch Traction zeigen, die zeigen, dass das Produkt gefragt ist und dass trotz so einer Bestellhürde dann trotzdem bestellt wird. Und das lief schon echt super. Und der ist jetzt auch immer noch live, weil wir gesagt haben, wir möchten es einfach mal weiterlaufen lassen und schauen, wie gut man das noch entwickeln kann. Also euer Produkt ist dann schon eher auf B2B beziehungsweise eben auf den Handel ausgelegt, aber so eine Sendung, so eine TV-Sendung bringt ja trotzdem eben auch diese Bekanntheit. Also wenn da auch irgendwie nur ein paar hundert oder ein paar tausend Gastronomen oder Gastwirte zuschauen, allein für die ist das ja wahrscheinlich dann auch interessant, beziehungsweise für euch, dass diese Alternative irgendwie bekannt wird, oder? Also allein dafür hat es wahrscheinlich schon was gebracht. Ja, auf jeden Fall. 70% muss man wissen, von Fisch- und Meeresfrüchten wird schon auch über die Gastronomie verkauft. Und das ist ein höchst relevanter Kanal für uns deswegen, wo wir auch angefangen haben und wo wir auch den Fokus gerade noch setzen. Wir bauen beides auf, aber der Fokus ist schon eher auf der Gastronomie und Foodservice Großhandel. Und dort war es dann so, dass wir den zweitgrößten Partner in dem Bereich schon ongeboardet hatten kurz vor der Show. Das war schon mal sehr gut. Dann konnten die Gastronomen darüber einkaufen, die das wussten. Aber es gab eben schon sehr viele, die da auch noch nicht angebunden waren, weil jeder hat so andere Bezugsquellen. Und die dann auch gefragt haben, ja, könnt ihr mir das so zuschicken oder gibt es auch da und da? Und da war schon dann erstmal ganz viel irgendwie Nachfrage, die man gar nicht bedienen konnte, weil wir verschicken natürlich nicht jetzt irgendwie einzelne Pakete an hunderte Gastronomen deutschlandweit. Das ist viel zu aufwendig. Und wir schaffen es aber auch wiederum nicht so schnell, dann einen neuen Partner oder neue Partner onzuboarden, von denen jetzt andere Gastronomen beziehen. Und das war dann schon erstmal ja so ein bisschen schade, dass man eigentlich gesehen hat, okay, da ist so viel Nachfrage, aber wir können das jetzt kurzfristig gar nicht bedienen. Und da sind wir jetzt gerade eben dabei, das nachzuarbeiten und da die Verfügbarkeit zu verbessern für die Gastronomen. Nutzt ihr denn euren Shopify-Shop auch für den B2B-Bereich dann, also für Großkunden und so, oder macht ihr das dann irgendwie in der direkten Kommunikation? Ja, nutzen wir schon, ist aber doch eher was über Mail und Telefon hauptsächlich dann abläuft. Dennoch haben wir da eine Unterseite, wo du dir Produktunterlagen runterladen kannst, Produktproben anfordern kannst jetzt als Gastronom, wo du einen kleinen Verkaufspitch hast, warum lohnt sich es, das Produkt mal auszuprobieren und wo man mit uns einfach in Kontakt treten kann und mal schauen kann, ob das was ist, und auch eine Partnerübersicht, also von den Verkaufsstellen, wo man uns beziehen kann. Und von daher ist es schon hilfreich, um sich jetzt zu orientieren, wenn man da Interesse hat, aber jetzt nichts, wo irgendwie Bestellungen eingehen bei uns, weil das dann immer bei den Partnern passiert. Ja. War die Höhle der Löwen euer einziger Pitch für Investoren oder hattet ihr vor der Ausstrahlung dann auch schon finanzielle Möglichkeiten? Hattet ihr schon Leute mit an Bord genommen, um in die Vorproduktion zu starten? Was ist zwischen dem Stipendium und Höhle der Löwen passiert? Wie habt ihr das finanziert und gemacht? Ja. Also wir haben schon viel gepitcht, teilweise vor Investoren, teilweise vor Wettbewerben, und haben als allererstes, meine ich ja, das war der Gründerwettbewerb hier in Bayern, BuyStartup, da ging es einfach darum, jetzt seinen Businessplan und sein Pitchdeck zu präsentieren und dann gekürt zu werden mit einem kleinen Preisgeld. War ganz schön zu sehen. Ich glaube, da haben 150 mitgemacht, dass wir dann in den Top 3 waren, war schon auch nochmal eine coole Bestätigung, weil da waren sehr gute Ideen dabei, muss man wirklich sagen. Und hatten da gar nicht so hohe Erfolgschancen, ist ausgerechnet. So fing das an, und dann haben wir aber auch relativ kurz danach den Expreneurs Inkubator gepitcht und auch gewonnen von der TUM. Und dann auch nochmal danach von der LMU, den LMU Accelerator, auch gepitcht und dort wieder teilgenommen und gewonnen. Und das hat sich dann so durchgezogen. Und haben wir dann schon so gemerkt, okay,
Wir können anscheinend ganz gut pitchen und die Idee kommt auch gut an. Und dann kamen auch über diese Inkubatoren, Investorenkontakte zustande, haben uns dann natürlich wieder gepitcht und hatten dann auch schon vor der Show Angebote. Und das hat uns auch Sicherheit für die Show gegeben. Natürlich, dass wir gesagt haben, okay, wenn das nichts wird, dann machen wir es halt mit jemand anderen. Und ich glaube, deswegen konnten wir da auch relativ sattelfest pitchen und unser Angebot eröffnen und auch nachverhandeln, weil wir einfach wussten, okay, im Worst Case machen wir es halt nicht. Ja. Ich weiß gerade gar nicht mehr, habt ihr den Deal angenommen in der Show? Oder wie ist es ausgegangen? Ja, wir sind zusammengekommen mit Nico Rosberg und Dagmar Wöhrl nach der dritten Verhandlungsrunde in der Show. Was wahrscheinlich in echt viel länger gedauert hat, als dann in der Show zusammengefasst wurde wahrscheinlich, oder? Das muss man sich, glaube ich, ganz anders vorstellen. Man hat ja immer so das Gefühl, in 10 Minuten ist es da durch. Das dauert, glaube ich, deutlich länger. Absolut. Also wahrscheinlich, ich glaube, im Schnitt waren es 1,5 Stunden. Manche sind auch 2 oder 2,5 Stunden da. Wir waren auch, meine ich, 1,5 Stunden da und vor allem die Q&A im Anschluss, so ein bisschen Due Diligence auf der Tonspur von den Investoren, die dauert relativ lange und da wird auch schon sehr kritisch nachgefragt. Und das kommt dann immer im Fernsehen natürlich ganz anders rüber, weil da war bei uns relativ wenig davon zu sehen und viel Verhandlung einfach. Und da wird aber schon sehr stark drauf geachtet, wo steht man denn wirklich und was sind irgendwie noch die Hürden, die man überwinden muss jetzt kurzfristig. Ja, ja klar, da geht es ja auch um viel Geld und natürlich auch um ein Investment. Und man investiert ja nicht nur Geld, sondern die investieren ja auch ihre Zeit und ihr Know-how. Dass das ein bisschen länger dauert, ist eigentlich auch klar. Wir hatten ja Dümmel hier auch schon mal zu Gast im Podcast, hat da auch ein bisschen drüber berichtet, genau. Das heißt aber, euer Produkt ist ja auch sehr komplex im Sinne von, es muss gekühlt geliefert werden. Wie sieht es denn aus? Also wo produziert ihr? Macht ihr die eigene Logistik? Habt ihr ein riesen Lager aufgebaut oder habt ihr das dann quasi alles extern abgewickelt, diese Dienstleistung? Ja, ohne dazu zu geheimnisvoll zu klingen, wir produzieren im deutschsprachigen Raum. Aber es ist wirklich nicht leicht gewesen, jemanden zu finden und wir möchten da einfach nicht spezifisch sein, mit wem wir es jetzt machen und wo genau. Aber es ist schnell in München angeliefert, kann man sagen. Und wir haben eben einen Co-Produzenten, mit dem wir einen Exklusivvertrag haben auf längere Zeit und auch da IP geschützt, dass da keine Informationen nach außen dringen können. Und der hat mit uns das Ganze auch entwickelt. Wir haben da auch eigene Maschinenteile, sage ich mal, beigesteuert und da einfach was sehr Individuelles aufgebaut, wo beide drauf Lust hatten und was wir jetzt erstmal gemeinsam vorantreiben können. Ja. Aber das heißt, ihr bekommt es geliefert, ihr kümmert euch dann selber auch um den Versand, um die Kühlung, um die ganze Logistik dann drumherum. Genau, die Logistik liegt komplett bei uns und da mussten wir uns wirklich einfach die passenden Partner suchen aus dem Bereich Tiefkühl und Kühl, um da eine gute Logistikkette aufzubauen. Und das ist uns mittlerweile gelungen, das hat Zeit in Anspruch genommen, war auch nicht leicht. Aber ja, es wird dort abgeholt von unserer Spedition und dann auf verschiedene Lager umverteilt. Und kommt dann drauf an, in welchen Kanal das kommt, ob das per Palette geliefert wird in den Großhandel, ob einzelne Pakete für den Online-Shop rausgehen, bei welchem Lager das dann im Endeffekt liegt und versandt wird. Mhm. Gastronomen und so direkt beliefern, hast du ja schon erzählt. Wie sieht's denn aus mit dem Einzelhandel? Das ist ja für so eine Art von Produkt natürlich auch hochspannend. Und alle Leute, alle Unternehmen, die hier schon mal im Podcast zu Gast waren, die irgendwas mit Lebensmittel und Supermarkt zu tun hatten, haben gesagt, wie schwer und wie hart umkämpft diese Regalfächer sind. Was ist das da eure Erfahrung? Gerade bei Kühlprodukten wahrscheinlich nochmal einen Tick schwerer. Ja, also wir haben bisher einen Test mit Edeka gemacht und da warten wir gerade noch auf die Insights, wie das gelaufen ist und ob wir da weiter gelistet werden. Dann haben wir die Erfahrung mit Knusper gemacht, das ist aber ja Online-Retail und funktioniert ein wenig anders. Aber ja, es ist kein Geheimnis, dass es ein stark umkämpfter Bereich ist und wir haben aktuell noch den Vorteil, dass es nicht sehr viel Alternativen gibt. Und
dass die Bekanntheit auch relativ groß ist jetzt für das Produkt und da man ein ganz gutes Fundament hat. Aber ja, wir müssen uns da natürlich dann reinhängen, wenn wir die Listung haben und auch weiter drin bleiben möchten und müssen auch noch für uns schauen, langfristig ist es dann der Kühl- oder der Tiefkühlbereich, weil die Retailer achten ja immer auf die Drehzahl und die wird vermutlich im Kühlbereich höher sein. Wir starten aber jetzt im Tiefkühlbereich, um das dann nochmal uns anzuschauen, wie es läuft und muss man dann wirklich schauen. Aber man muss natürlich das Sales-Team dann erweitern, da auch noch mehr im Marketing machen, um sich da langfristig zu halten. Ja, und das wird ja wahrscheinlich auch nicht euer einziges Produkt bleiben. Wie ist denn da so eure Vision? Also seid ihr jetzt ein vegetarisches, veganes Seafood-Alternativunternehmen oder seid ihr jetzt speziell darauf fokussiert? Was ist jetzt da eure Idee, eure Vision des Unternehmens? Wir sind nicht nur ein Shrimp-Unternehmen, also definitiv weitere Produkte. Dennoch sehen wir in dem Produkt viel Potenzial, weil wie gesagt, da gibt es noch nicht so viel und da gibt es auch schöne Variationen, indem man mit Marinaden oder Panaden arbeitet und einfach auch sehr viele verschiedene Kanäle oder Anwendungsbereiche, die man erstmal abdecken kann, wodurch da schon sehr viel Potenzial ist, was erstmal gehoben werden muss. Und dann werden wir uns schon natürlich oder sind auch schon dabei, weitere Produkte zu entwickeln. Aber der Premium-Bereich, der schwebt uns da eher vor, als dass wir jetzt Thunfisch aus der Dose machen oder so. Also das passt nicht so zu Happy Ocean Foods und von den Produkten dann eben eher Premium und auch eher noch Seafood als jetzt irgendwie so klassischer Fisch. Ja, ich meine, der Name ist ja Programm. Also Happy Ocean ist ja klar, dass ihr da in dieser Expertise auch bleibt. Aber wie du schon gesagt hast, da ist ja noch sehr viel möglich. Wie sind so die Verteilung? Also du hast ja schon gesagt, Retail ist so ein bisschen jetzt der Markt, aber seht ihr euch selbst auch von der Verteilung her sehr in diesem Business-Bereich dann in den Restaurants, weil da immer die Nachfrage auch größer wird und Online-Shop ist ja dann nur noch ein paar Prozentpunkte, wenn ich das jetzt so verstanden habe von eurem Gesamtvolumen. Genau, also der Großbereich, der Großhandel ist der größte tragende Bereich und da müssen wir eben noch weitere Anbindungen an Großhändler schaffen. Es sind aber auch noch sehr interessant eben Kooperationen mit Restaurantketten oder auch mit irgendwie Restaurantmarken oder Fertiggerichte, beispielsweise jetzt auch Pizzen. Ist natürlich auch sehr interessant, dass man da mit anderen Brands zusammenarbeitet. Da werden auch attraktive Volumina generiert und ist für uns natürlich auch logistisch oder überhaupt von der Abwicklung am einfachsten, weil wir haben es natürlich am liebsten, wenn wir das Produkt auf Paletten packen, irgendwo hin schicken und dann passiert der Rest automatisch und wir haben da einfach die Abnahme garantiert, während das jetzt im Retail oder im Onlineshop dann deutlich komplizierter läuft, aber ist für den Markenaufbau eben schon auch sehr wichtig. Also man kann auch versuchen, über die Restaurants die Marke zu repräsentieren in der Speisekarte, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ist dann nicht so hoch und es ist auch wird besser angenommen natürlich, wenn du im Einzelhandel oder auch überhaupt die Marke schon aufgebaut hast und da Bekanntheit hast, weil du dann für bestimmte Produktwerte stehst oder Qualität und da kannst du dich auch absetzen von der Konkurrenz. Also das hat so eine ganz klare Synergieeffekte für auch den Großhandel oder jetzt die Attraktivität für Restaurantketten. Aber es macht uns auch einfach Spaß, muss man auch sagen, jetzt Rezeptideen oder den Content für Endkonsumenten zu entwickeln und einfach die Vielfalt des Produktes aufzuzeigen und da ja auch einfach den Bereich zu bedienen, auch wenn der etwas kleiner ist und aufwendiger, weil ja, es ist einfach auch ein Geschäft, was eben, wie gesagt, Spaß macht und Synergieeffekte hat. Und dann zuletzt kommt der Online-Shop und da sehen wir jetzt auch nicht, dass das noch viel, viel größer anwachsen kann, außer man hat jetzt wirklich weitere Produkte noch im Online-Shop und kann da irgendwie Bundles oder coole Pakete schnüren, wo man irgendwie sagt, okay, einmal im Monat mache ich meine Lieferung und dann wirklich eine große Box und habe das ganze TK, lege ich mir dann irgendwie in den Schrank. Das könnte schon noch funktionieren. Es klingt jetzt so, als sei alles so mega glatt gelaufen bei euch. Wir haben jetzt natürlich auch eure Erfolgsgeschichte hier dargelegt.
Wo gab es denn Stolpersteine? Wo waren denn Sachen, wo ihr vielleicht auch mal an der Idee gezweifelt habt? Wo waren Schwierigkeiten, die aufgetaucht sind? Und wie seid ihr damit umgegangen? Weil es läuft ja nie komplett glatt beim Gründen, oder? Das ist eine Illusion. Das ist absolut eine Illusion. Das wirkt dann immer so, weil man wird ja meist eher nach so diesen Erfolgsstories gefragt oder ja, wie kam das dann und wie ist man es angegangen? Und da haben wir diverse Stolpersteine gehabt. Also es war eigentlich sogar auch mal kurz davor, dass wir gedacht haben, es geht gar nicht mehr weiter. Als wir nämlich in die Produzentenrecherche eingestiegen sind und dann die ersten Tests und da einfach einer nach dem anderen abgesagt hat, weil das irgendwie zu anspruchsvoll war oder weil da nicht die Zeit und das Geld investiert werden sollte, aber auch weil teilweise die Ergebnisse einfach nicht zufriedenstellend waren und es sah nicht gut aus oder es hat nicht gut geschmeckt. Also da haben wir ganz lange rumprobiert und waren dann wirklich am Punkt, wo auch alle Optionen mal weg waren. Und haben dann uns einfach nochmal sehr, sehr viel ausgetauscht mit Industrieexperten und nochmal so einen neuen Approach gemacht. Aber letzten Endes ja, haben wir da irgendwie 9 Monate überhaupt mal gebraucht, um jemanden zu finden. Und ja, da war wirklich schon so ein Gespräch, okay, vielleicht ist das auch einfach gar nicht möglich. Mhm. Und wir waren da zu blauäugig. Das war ein Punkt. Und auch als wir es dann sichergestellt hatten, gab es auch einfach noch so Qualitätsschwankungen und dahingehend Probleme, wo wir auch immer wieder mit zu kämpfen hatten, wie man das jetzt unter Kontrolle bekommt und was auch viele kritische Meetings irgendwie erzeugt hat und so eine bestimmte Stimmung, dass da vielleicht auch irgendwie eine Limitation ist, die man gar nicht in den Griff bekommt. Wo wir dann aber auch wieder so Schritt für Schritt besser geworden sind. Und ja, aktuell muss man auch ganz klar sagen, wir sind jetzt nochmal am Fundraisen und der Markt ist natürlich jetzt gerade schwierig und da haben wir auch unsere Problemstellung, dass man jetzt natürlich schauen muss, okay, kriegt man da wirklich noch eine vielversprechende Runde zusammen, die auch noch mal auf einer höheren Bewertung aufbaut, auch auf dem Betrag, den wir als Runway eigentlich brauchen und sehen. Und ja, das zieht sich auch schon länger, als wir irgendwie geplant haben und ist auf jeden Fall kein günstiges Timing jetzt gerade. Also das war im letzten Jahr deutlich einfacher. Hm. Wie groß seid ihr angewachsen inzwischen? Also wie viele MitarbeiterInnen habt ihr? Wir sind jetzt 14 insgesamt, aber abzüglich Praktikanten und Werkstudenten dann 9 in Vollzeit. Ja, aber ist auch eine Hausnummer, die man erstmal monatlich rumkriegen muss, gell? Das ist, erzeugt ja auch ganz andere Probleme, als wenn man während des Studiums irgendwie ein Stipendium hat. Das sind ja auf einmal ganz andere Hausnummern, mit denen man dann jongliert. Voll. Also es ist halt ein Wachstumscase, den wir da aufgebaut haben und definitiv steht der Headcount nicht im Verhältnis zum Umsatz. Mhm. Aber um das Ganze eben aufzubauen und in den Markt zu pushen, brauchst du erstmal so viel Personal für Entwicklung, Sales, Marketing und vor allem in Verbindung jetzt für dieses Ausstrahlungsevent. Und das muss man dann jetzt eben nachziehen. Aber die Pipeline ist schon sehr, sehr voll mit Kunden und die ersten Umsätze jetzt seit so einem richtigen Launch mit Ausstrahlung waren auch schon enorm. Und da muss man jetzt halt anknüpfen und das weiter aufbauen. Und es geht halt einfach nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Aber das Potenzial ist schon riesig. Also wir haben zig Kooperationsanfragen und boarden da gerade attraktive Partner on. Und ja, da muss man einfach ein bisschen geduldig sein. Aber wir sehen absolutes Potenzial, da ein sehr, sehr solides und großes Umsatzfundament aufzubauen jetzt in den nächsten Monaten. Ja. Was würdest du dir denn mit dem heutigen Erfahrungsstand selber raten, so in der Anfangszeit der Gründungsphase? Oder was hättest du jetzt gerne damals gewusst, was dir heute bewusst geworden ist über deine Entwicklung? Ich würde sagen, dass das wirkliche Key-Learning ist, Puffer einzubauen bei allem, egal ob es jetzt die Projekte anbelangt oder die Milestones, die man sich setzt, als auch die Finanzierung. Also es hat einfach im Endeffekt alles viel, viel länger gedauert, immer als erwartet. Und wir haben natürlich mit Puffern geplant. Ja? Also wir haben schon immer so 30% Puffer bei allem, sei es jetzt irgendwie Fundraising oder Entwicklung, eingeplant. Und dann im Endeffekt was doch immer ausgereizt und war irgendwie eine knappe Nummer. Und da hätten wir uns, glaube ich, viele Kopfschmerzen erspart, wenn wir da von Beginn an
noch mal etwas pessimistischer rangegangen wären. Aber man muss auch schon sagen, es ist natürlich auch auf der anderen Seite wichtig, dass man irgendwie ambitionierte Ziele setzt, ne, und da schon auch optimistisch rangeht. Und das ist schon immer auch eine große Challenge, finde ich, da den Mittelweg zu finden. Weil dann hörst du dir auch wieder von außen an oder von den Investoren, ja, wie, ihr braucht so und so lang dafür. Das kann es ja jetzt auch nicht sein, obwohl das vielleicht die realistische Timeline eigentlich wäre. Und dann denkst du schon so, ja, kann man schon schneller hinbekommen. Aber das wäre was, da würde ich schon, oder sind wir jetzt gewarnt, da mehr Zeit einzuplanen. Ja. Spannend finde ich noch einen Punkt, den du gesagt hast, dieses Nicht-Aufgeben, aber ich habe das jetzt auch ein paar Mal hier auch gehört im Podcast. Also zum Beispiel auch der Waterdrop-Gründer hat gesagt, sein Produkt hat ihm am Anfang überhaupt nicht geschmeckt. Und er hat auch immer wieder so Situationen gehabt, wo sie am liebsten aufgegeben hätten. Sie haben aber nicht aufgegeben und sind jetzt halt ein Milliardenunternehmen geworden. Wo ist denn der Punkt, wo man es zu weit zieht? Weißt du, was ich meine? Also eure Produkte haben am Anfang ja auch nicht die Konsistenz gehabt oder den Geschmack, den ihr eigentlich wolltet. Ihr habt aber nicht aufgegeben und seid jetzt am Ziel. Aber es gibt doch sicherlich auch so Momente, wo man es dann vielleicht zu weit treibt. Wie findet man denn da den Sweet Spot zwischen sich nicht verrennen, aber andererseits eben auch nicht zu früh aufgeben? Ja, also ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man grundsätzlich mal mit Eventualitäten plant und da immer noch Optionen in der Hinterhand hat, weil wir haben schon, wie gesagt, das Produkt hat einfach nicht so gut geschmeckt, aber wir hatten schon sehr viele Ansätze, wie man das irgendwie noch verbessern kann, und das hat uns den Glauben gegeben, dass eben schon es noch weitergehen wird. Oder auch bei den Investoren haben wir einfach geschaut jetzt in der ersten Runde, dass da weitere Optionen sind, falls uns jemand absagt. Mhm. Und ich glaube, dadurch kann man sich bestmöglich absichern. Aber wenn man an einen Punkt kommt, dass auch die alle ausgeschöpft sind, dann ist es, glaube ich, schon was, wo es dann sehr schwer wird, weil wenn du irgendwie keine Optionen mehr hast, dann wird's eng. Und ja, da haben wir einfach versucht, bisher möglichst aufzupassen und immer ein Stück weiter zu denken. Aber ja, es ist natürlich schon was passieren kann und wo dann auch die mentale Stärke, sage ich mal, gefragt ist, wenn es jetzt so sehr aussichtslos aussieht alles. Und am Ende, glaube ich, jeder Gründer, der irgendwie motiviert ist und überzeugt von seiner Idee, der wird immer versuchen, Wege zu finden und da noch irgendwas rauszuholen. Ja? Also bis zum Letzten sollte man das machen und da auch die Einstellung haben, dass es nicht immer alles nach Plan laufen kann und dass man einfach gewollt sein muss, irgendwie auch Rückschritte zu machen, Kompromisse zu machen, und dass es am Ende doch schon eigentlich immer irgendwie weitergehen kann, außer man hat es jetzt wirklich komplett gar nicht mehr in der Hand. Spannend. Ich bin auch vor allem gespannt, wie eure Reise weitergeht. Also was wir auch sehr gerne machen, dass wir in 1-2 Jahren nochmal im Podcast hier bei euch vorbeischauen, gucken, wie ihr euch weiterentwickelt habt, was da passiert ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir in einigen Jahren noch viel von euch hören und ein spannendes Update dann mit euch machen können. Vielen lieben Dank für heute erstmal, Julian, für deine Einblicke in euer Unternehmen. Wenn ihr selber das mal probieren wollt, schaut mal auf happyoceanfoods.com vorbei im Shopify Shop. Wie gesagt, da gibt es noch diese Testprodukte auch, wo man sich so ein Bundle mal bestellen kann, und da gibt es dann aber auch Verkaufsstellen gelistet, wo man das vor Ort vielleicht finden kann. Ja? Ja, danke Manu für deine Zeit, für die Einladung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, und ich bin auch sehr gespannt, ja, wann wir nochmal sprechen und was dann der Stand der Dinge ist. Dann viel Erfolg weiterhin und liebe Grüße nach München. Macht's gut. Danke. Tschüss. Ciao. Das war's schon wieder für heute mit der Folge. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da mit einem weiteren spannenden Interview. Und wir würden uns in der Zwischenzeit sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Co. bewertet. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet uns dort. Vielen lieben Dank. Und wenn ihr selbst eine Idee für einen Shop habt, dann schaut vorbei auf shopify.de/podcast. Dort haben wir einen exklusiven Guide für euch zusammengestellt, ein kostenloses E-Book für eure ersten Schritte für euren Shopify-Shop. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann bald auch hier mal zu Gast zum Interview mit eurer Geschäftsidee. Viel Erfolg und bis zur nächsten Woche.